Es geht wieder los. Tag 2. Ostfriesland ist für mich Heimat. Da war ich als Kind, da war ich mit meinen Eltern. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist ein Stück von mir. Erstmal hier die Treppen hochgesprintet. Ne? Was ich natürlich cool finde, Leuchttürme, wenn man schon an der Küste ist. Es gibt in Ostfriesland 5 Stück. Der Leuchtturm in Kampen ist mit 65 Metern der höchste Leuchtturm in Deutschland und seit 1891 im Betrieb. Der sieht aus wie eine Rakete. Ganz schön beeindruckend. Und das hier ist der bekannteste. Das ist der Leuchtturm von Pilsum. Und wer hat ihn in den 80er Jahren so richtig berühmt gemacht? Na klar, der Otto Waalkes. Ja! Bei all diesen schönen Eindrücken darf ich ja nicht vergessen, dass ich auch noch einen Auftrag habe. Ich möchte ja wissen, wo kommt die tolle Milch her, aus der man Käse macht. Ja? Und dafür sind die Küstenbauern und Bäuerinnen verantwortlich. Ich fahre jetzt deswegen zu Rina. Die soll nicht nur ganz tolle Kühe und eine super Milch zur Verfügung stellen, sondern sie soll auch eine gute Köchin sein. Und das Gute daran ist, ich habe schon wieder Hunger. Also, auf geht's! Hallo! Hallo, hi. Grüß dich. Hi, wer bist du denn? Gesa. Hallo Gesa, ich bin der Harro. Grüß dich. Das hier ist jetzt sozusagen, ist das ein Teil deiner Herde oder? Das ist ein Teil, weil ein Teil schon unerwartet reingelaufen ist. Die konnten schon kaum abwarten. Die freuen sich immer so, schon in den Stall zu kommen. Okay. Nach dem Weidegang. Bei uns ist Weidehaltung ja sehr wichtig. Und genau, und die andere Herde wirst du gleich so ein bisschen anführen. Wie viele hast du denn jetzt hier tatsächlich? Wir melken so um die 170 Kühe, aber manche sind ja auch immer mal trocken. Das heißt, die bekommen dann bald ein Kälbchen. Ne? Ja, aber im Moment melken wir so im Durchschnitt um die 170 Kühe. 170? Sind ein kleiner Familienbetrieb. Wow. Na? Was heißt das denn eigentlich, also wenn wir jetzt praktisch von Küstenbauern und Küstenbäuerinnen sprechen? Mhm. Ja, weil die Milch für den Käse kommt ja von euch. Das ist, muss eine tolle Qualität sein. Wo müssen sich die Kühe befinden? Ab wann bist du Küstenbäuerin oder Küstenbauer? Also der maximale Radius ist ungefähr 80 Kilometer. Ne? Okay. Und wir haben zum Beispiel zur Molkerei auch nur eine Viertelstunde weit weg. Und der Küstenradius ist ungefähr 80 Kilometer von den Küsten entfernt, was so als Küstenbauernmilch Region zählt quasi. Ne? Wie kann ich dir helfen, jetzt wo ich schon mal da bin? Hast du was für mich? Ja, du, wir gehen mal zu deinen Mädels. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der ganze Rest da reingeht, genau, oder? Genau, mit dem Lauf da reingeht. So.
Ach, der Bulle ist schon weg, dann geht's mir also gut. Hey Mädels, alles klar, ihr könnt da reingehen. Wer bist du? Ich bin der Harro. Kommt her. Alles gut, ihr wisst, wo es lang geht. Du bist da hinterm Zaun, das ist nicht gut. Ja, ah doch, das geht, da kannst du auch lang. Ihr könnt hier rein. Hopp, 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 hopp. Du machst das schon ganz gut. Ja, ich weiß, ich sehe komisch aus. Ich bin vom Fernsehen, mach nichts. Komm. Du weißt nicht, wo du hin willst? Ich habe eine gute Idee. Da, folg mal deinen Freunden. Geh mal da lang. Da ist die Tür. Jawohl. Ich weiß, wo es lang geht. Glaube ich jedenfalls. So, und dann haben wir erst hinten, eins, zwei, drei, so, siehst du das, wie die da, das ist die bunte Küstenbaum, das ist super. Oh, hi, danke für die Milch. Ja, auch dir. Ja, Harro, dann kannst du jetzt mal probieren. Nimm mal einen ordentlichen Schluck Milch. Oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Dass du dich stärkst, es geht ja dann noch weiter. Prost. Okay, ich liebe Milch. Habe ich das schon mal erwähnt? Jetzt weiß ich, wo dieser absolut hochwertige Rohstoff für den Käse herkommt. Und ich mag ihn jetzt schon. Lecker. Wenn man wirklich den gesamten Prozess sieht, zumindest würde ich es vielen Leuten wünschen, einfach mal einen Blick dahin zu werfen, um einfach zu wertschätzen, was es ist. Der Weg, ne? Und das, der Weg, genau. Ins Glas. Ins Glas, ja. Und vom Glas in die Küche. In den Mund. Oder in die Küche, oder egal. In dem Küche. Fall trinke ich es einfach. Apropos Küche, ja. Ich habe Hunger. Ich habe was vorbereitet für dich. Du hast ja noch keinen Feierabend. Rein in die Küche. Danke dir. Achso, okay. Rina, was machen wir jetzt? Ja, extra für dich tolle Quesiladas. Mm. Du bist ja viel in der Welt unterwegs. Wir sind aber jetzt in unserem Ostfriesischen. Ich wollte gerade sagen. Und das kombinieren wir jetzt ganz toll in dieser Geschichte mit unseren Wraps. Dann hast du hier Paprika, Mais, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Kidneybohnen, bisschen Eisbergsalat. Und nicht zu vergessen, unser toller Ostsee-Cheddar, der wird das Ganze perfekt machen. Entschuldigung. Probier mal. Ja, ich bin noch nicht bei denen. Von 0 auf 100. Okay. Dann sind wir gelandet. Achso, ich habe noch nichts vergessen, ne? Hier von dem. Hier mal den Wrap. Klappt es nachher über. Ja. Ein bisschen klebt. Ich bin kein Kochbuchmensch. Ja. Deckel auf und los geht's und gucken, was da ist. Und die deutschen Rezepte entstehen eigentlich aus dem Bauch raus, aus dem Kühlschrank raus, aus der Region raus. Was gerade so da ist. Ne? Das ist schon toll. Hm. Ja. Toll, ne? Ja. Oh ja. Rina, ich bin glücklich. Ich finde es klasse, weil ich einfach einen Einblick bekommen habe, wo kommt die Milch her? Mhm. Ja? Wer kümmert sich darum? Da ist eine Sauarbeit dahinter. Liebe, Herzblut. Und das habe ich bei dir gesehen. Schön, und dass du das vermitteln konntest. Ja, aber und das nicht nur auf dem Hof, sondern auch in der Küche. Ja, Liebe geht durch den Magen, ne? Ja, mein Gott, habe ich einen Magen. Ich muss so wahnsinnig gut lieben können. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es war mir, echt eine Freude. Mhm. Danke. Aber ich esse noch auf, ne? So schnell bist du mich nicht los. Ich habe noch ein bisschen Matsch. Ich schneide auch mal weiter. Oh ja.